Immer mal wieder wünscht ihr euch Videos mit Fakten zu bestimmten Flugzeugen. Und welches Flugzeug könnte da besser den Anfang machen als der Airbus A320? Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zum A320 kann man, glaube ich, eine ganze Menge Interessantes erzählen, ohne da genau ins Detail gehen zu müssen. An jedem internationalen Flughafen der Welt findet man eigentlich den Mittelstreckenflieger von Airbus. Für viele Fluggesellschaften ist der A320 das absolut perfekte Arbeitstier und viele Fluggesellschaften bauen auch ihre komplette Flotte auf der Airbus A320-Familie auf. Es lässt sich also schon mal von Anfang an sagen, die A320-Familie von Airbus ist eine absolute Erfolgsstory. Einige Familienmitglieder mehr, die anderen ein bisschen weniger. EasyJet zum Beispiel fliegt mit über 120 A320 und mit über 140 A319 durch Europa. AirAsia hat allein über 180 A320 und die Flotte von IndiGo aus Indien soll irgendwann mal aus etwa 500 A320 bestehen. Ziemlich krasse Zahlen und oft erscheint es einfach so, dass der A320 in der Klasse der Mittelstreckenflieger einfach die modernere Alternative zu Boeing 737 darstellt. Dabei, das wissen viele gar nicht, hat auch der A320 in seiner ursprünglichen Version schon einige Jahre auf dem Buckel. Mittlerweile ist es schon über 30 Jahre her. Am 22. Februar 1987 hob der A320 zum ersten Mal ab. Damals sah der Flugzeugmarkt noch ganz anders aus. Es gab gefühlt nicht nur Airbus und Boeing auf dem Markt, sondern vor allem die Amerikaner bauten damals Verkehrsflugzeuge. Die Geschichte des Unternehmens Boeing geht nämlich schon viele, viele Jahre zuvor los und damals hatte Boeing einen Marktanteil von über 60% und über 20% ging damals an McDonnell Douglas. Airbus war damals noch ganz neu im Geschäft, gegründet damals von den Europäern, um die amerikanische Großmacht im Flugzeugbau ein bisschen unter Druck zu setzen. Heute wissen wir, das Ganze hat ziemlich gut geklappt, damals war das Ganze aber alles andere als sicher. Als der A320 1987 seinen Erstflug feierte, war das Unternehmen Airbus gerade einmal 17 Jahre alt. Das heißt, Boeing hat die 747 schon in die Luft gebracht, bevor Airbus überhaupt gegründet wurde. Die erfolgreichen Mittelstreckenflugzeuge aus der Zeit heißen Boeing 727, 737 und MD-80 und in allen Flugzeugen steckt eine ganze Menge Erfahrung. Jetzt ein komplett neues Mittelstreckenflugzeug zu bauen, was in der Reihe seinen Platz finden soll, ist also schon mal gar nicht so einfach. Air France unterstützte das Ganze natürlich von Anfang an mit 25 Bestellungen. Wäre auch blöd, wenn nicht mal die eigene Fluggesellschaft den Flieger kaufen würde. Und von Beginn an sollte der A320 im Vergleich zu 737 einfach das sparsamere, komfortablere und einfach bessere Flugzeug werden. Die Tragflächen zum Beispiel wurden von Anfang an so konstruiert, dass man den Flieger auch mit verschiedenen Rumpflängen bauen kann. Heute kennen wir das als A321, A319 und A318. Und bis auf den A318 war das auch alles ein ziemlich großer Erfolg. Die an Airbus beteiligten Länder investierten damals eine ganze Menge Geld und das Unternehmen lieferte ab. Raus kam ein Flugzeug, was den Markt komplett aufräumte. 2007 wurde der 5000. A320 bestellt, 2013 der 10.000. Insgesamt wurden alle Modelle der A320-Familie zusammengezählt über 13.240 Flugzeuge bestellt. Und das ist richtig, richtig viel. Von Anfang an konnte der A320 vor allem mit technischen Neuerungen auftrumpfen, denn immerhin war es das einzige Verkehrsflugzeug neben der Concorde, was ein Fly-by-Wire-System hatte. Und das bedeutet, dass die Steuerflächen des Fliegers nicht mehr mechanisch mit dem Steuerknüppel oder im Falle des A320 mit dem neuen modernen Sidestick verbunden sein müssen. Da reichen dann nämlich Kabel, die dann die elektronisch verpackten Signale einfach an die Motoren weiterschicken. Das war damals revolutionär, genauso wie die 6 großen Bildschirme im Cockpit. Oder generell das komplett aufgeräumte Cockpit. Denn das ist heute natürlich Standard, aber damals war es halt eben Standard, überall die Uhren zu haben. Spätestens von diesem Punkt an war klar, dass Airbus mit ihren Flugzeugen eine ganz andere Philosophie verfolgt, wie man Flugzeuge zu steuern hat, als die amerikanische Konkurrenz das tut. Und das ist auch bis heute so. Und über beide Philosophien der beiden Hersteller wird seitdem unendlich viel diskutiert. Denn damals war es genauso neu, dass, denkt an die Zeit, das erste iPhone war 1987, noch 20 Jahre hin. Damals musste man darauf vertrauen, dass die Steuerbefehle erstmal durch einen Computer geschickt werden, der dann entscheidet, ob das auch wirklich richtig ist, was der Pilot da gerade macht und ob man das Flugzeug da überhaupt so fliegen kann. Und dementsprechend werden dann im normalen Betrieb, das muss man dazu sagen, auch die Steuerflächen bewegt. Genauso bewegen sich zum Beispiel bei Boeing die Schubhebel immer mit, wenn der Flieger automatisch Schub gibt. Bei Airbus ist das nicht so, da bleiben die Dinger immer in einer Position fest eingerastet. Viele sprachen dem Ganzen damals ein ziemlich großes Gefahrenpotenzial zu und fühlten sich dann auch bestätigt, als 1988 bei einer Präsentation ein neuer A320 quasi direkt in den Wald geflogen wurde. Und trotzdem wurde das Ganze ein voller Erfolg. Viele Amerikaner
amerikanische Fluggesellschaften kauften den A320 in großen Mengen, sogar Pan Am bestellte damals A320. Mittlerweile wird der A320 Neo gebaut. Das Neo steht dabei für New Engine Options, das heißt modernere Triebwerke und unter anderem zum Beispiel auch Sharklets machen aus dem A320 ein sehr modernes Flugzeug. Die Sharklets kann man aber natürlich auch nachrüsten und generell wurden natürlich noch viele weitere Dinge geupdatet. Zum Beispiel sind die Bildschirme, die jetzt im Cockpit sind, auch nicht mehr die gleichen, die 1987 auch drin waren. Aber das Prinzip bleibt das gleiche und mittlerweile weiß man, dass der A320 aus Airbus das gemacht hat, was sie heute sind. Und zwar neben Boeing ein sehr erfolgreicher Flugzeughersteller. Und damit soll es das für heute auch schon gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, über welches Flugzeug ich denn als nächstes sprechen soll. Und damit soll es das dann auch gewesen sein. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.